Okay. Haben auch so einen Artikel. Was macht er? Ein 4-Komma-Angriff, bei dem ein Spezialattacke mit einer normalen Komma verbunden wird. Okay. Ist auch nichts Besonderes. Hat jetzt hier auch nicht wirklich viel besondere Sachen. Ja, den. Ja, ich schlafe nicht immer und solche. Dann gibt es das hier irgendwo und vor das zu ich führt. Und jetzt ist dann gleich irgendwie ich würde es auswählen. Und zwar das ich führt und das. Bin sicher, dass das Siegel ist, das Skelett zu gut. Also muss Skelett hier irgendwo in der Nähe sein. Das ist echt viel Sachen. Ich laufe ja auch nicht jemand so rechts. Natürlich du das nicht. Bis nur also geht. Es ist ein Befehl von Lord Frostwüste. Ein Mensch namens Lord ist mit seinem Ex-Vier auf der Flucht. Seine Identifikationsnummer ist unbekannt. Er sperrt alle Bereiche ab. Wie sieht dieser Leute aus? Er ist im Dreh und in der Beschreibung finden Sie auch den Steckbrief. Wir erzählen auf euch. Aber erst mal. Steckbriefe und Suchtruppen. Sie meinen das wirklich ernst. Meistens bei allen. Und Skelett fanden. Okay. Ich dachte, wir suchen Plätze, um sie zu beschützen. Jetzt sieht so aus, als müsste sie uns helfen. Ist es wirklich wichtig, warum wir sie suchen? Manchmal denkst du zu viel, wenn du es gar nicht musst. Natürlich, aber die Steckbriefe sehen auch sehr toll aus. Die erste Wichse, sie hat die Weißerin nach allen möglichen gefragt. Die Weißerin lebt in einem Zelt in der Nähe des kleinen Sees. Ist das der Steckbrief? Die ist so hässlich. Alles groß an Leute. Auf diese Weise finden sie sich doch nie wahrscheinlich. Natürlich. Wie gesagt, ist der Steckbrief zuerst auch mehr ein schlechter Joke als ernst zu nehmen. Hm. Ich habe gehört, dass Iselia einen nicht Angriffspakt mit Designs hat. Ich wünschte, wir hätten auch so etwas. Willkommen in Triets. Der Wüstenwasser. Ist das nicht schrecklich? Das waren auch die Designs. Sie machen sich einen Spaß draus, die Stadt zu zerstören. Das ist sie furchtbar. Das sind sogar Blutspuren. Ah, natürlich. Das ist nicht gut. Du Chinas. Ja, Leute. So gibt es eigentlich Designs. Wenn es nicht gäbe, können alle glücklich leben. Ich weiß nicht. Wenn wirklich alle glücklich. Ja, entschuldige, du hast recht, die Designs sind die Ursache für das Problem. Und sicher. Naja, sicher. Wenn ich hier rumlaufe, ohne etwas zu kaufen,
Der Luxor-Pfad ist derzeit unpassierbar. Ich will einfach nur raus aus dieser Stadt. Willkommen in der Kirche. Ja, wieder neu zu laden. Ja, manches Auge muss man wirklich wahrscheinlich öfter kaufen. Sollte man wahrscheinlich auch nur Bossgegner oder so verwenden. Die Designs fanden noch jemanden. Sie haben neulich eine Hinrichtung auf dem Marktplatz vollzogen. Na, ich sag mal, du da. Hm, ich? Hast du mal eine Minute Zeit? Natürlich. Na nee, gut, Leidenschaft ist es, Waffe-Tarnische verschiedene Materialien zu verstärken. Okay. Naja, aber in der letzten Zeit gibt es eine Menge Schwertkämpfer, die nur Show machen. Und du bist keiner von denen, oder? Na, natürlich nicht. Na ja, gut, dann bring mir einen Pelz und ich werde dich für deine Mühe entlohnen. Verstanden. Ein Pelz, richtig? Wenn ich einen finde, bringe ich ihn her. Danke, ich zähle auf dich. Ein Pelz? Haben wir sowas? Ich glaube nicht. Nö, sieht nicht so aus. Ich kann mich wissen, Mensch. Okay. Er kriegt mir theoretisch neue Waffen. Die natürlich ein bisschen stärker werden als sonst wahrscheinlich. Ein bisschen. Er kann auch nicht alle Waffen mit jedem Charakter tragen. Und vielen Dank. Willkommen im Wüstenwald. Und hier haben wir Schutzausrüstung. Wo ich jetzt gerade auch wie ich hatte gehabt. Das nicht einmal eindrücken, das lag. Jetzt soll ich mal genau an. Schüler jemand mit Kopf durch die Wand. Sehr. Das waren auch die Designs. Nein. Das muss. Das ist nicht unwürfend. Das ist ja. Amos der Auserwählten. Ich bin sicher, er wird Touristenattraktion. Okay. Jetzt wissen wir wenigstens, wie das Loch im Klassenzimmer entstanden ist. Na gut. Oder von wem das Loch da ist. Mehr oder weniger. Haben wir hier. Das sieht aus wie ein Inn oder so. Willkommen. Wenn Sie irgendwas benötigen, sagen Sie uns Bescheid. Willkommen im Hotel Badzimmer Görner. Ein Nachkost des 100 Geld. Möchten Sie ein Zimmer? Nö. Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch. Ich warte mal gerade auf. Auch ein interessanter Name für ein Hotel. Wissen die aber noch Suche nach dem Wasserraum, beziehungsweise nach Colette. Willkommen beim Katzenforschungsteam. Brauchst du Hilfe? Positionen Infos zum Katzenforschungsteam? Moria, möchtest du etwas wissen? Das Forschungsteam.
Ja, das Katzenforschungsteam und stützt dich auf deinen Reisen. Du findest unsere Forschungsteam in allen Städten, die du besuchst. Oh je, yeah, das Katzenforschungsteam ist für einen bestimmten Bereich zuständig und kann dort Untersuchungen durchführen. Wahrscheinlichkeit hängt davon ab, wie viel du bezahlst. Bist du genauso, ich kann es sein, dass du leider dein Geld findest. Ich denke, das sollte als Erklärung genügen. Nein, eigentlich nicht ganz, weil ich habe es noch nicht verstanden, für was das gut ist. Datenstellen, Umgebung, unbekannte Gegenden prüfen, fehlende Items überprüfen, Monster überprüfen. Datenstellen. Ja, wir suchen in unseren Zuständigkeitsbereichen nach dem steinernen Wegweiser. Kannst du den Fernsichtmodus verwenden, ohne dabei durch die Welt laufen zu müssen. Das ist echt bequem. Das ist aber dafür unbequem, dass ich jetzt jedes Mal wieder raus muss und wieder rein muss, damit ich da was Neues auswählen kann von den Informationen. Und kann die Gegenden überprüfen. Wir untersuchen, ob es einen Ort in unserer Gegend gibt, an dem du noch nicht warst. Das ist ziemlich nützlich. Wir fehlen Items überprüfen. Wir finden heraus, ob es in unserem Bereich Schatzkisten gibt, die du übersehen hast. Ich bin nicht sicher, wie nützlich. Diese Funktion ist, das hängt von dir ab. Wenn es ein Ort ist, an den du nicht zurück kannst, holen wir den Schatz für dich. Das könnte also nützlich sein. Monster überprüfen. Wenn du eine Monsterliste hast, finden wir heraus, ob es in uns so ein Monster gibt, die du noch nicht auf deiner Liste stehen. Das ist für die Leute gedacht, die vollständigen Daten haben möchten. Okay. Interessant zu wissen. Das sind jetzt eine kritische Anforderung. Was möchtest du recherchieren? Partnerstellung, unbekanntes Gebiet, nicht gefundene Items, Monster. Ja, Kartenerstellung war jetzt nur Wegweisung. Wie viel möchtest du in die Kartenerstellung investieren? Ich würde jetzt mal einen Geld da rein investieren. Tun unser Bestes. Ja. Ein geheimnisvolles Gem mit dem Grat erwerben? Warum hast du Gem? Nun, das ist ein Geheimnis. Ja, wie funktioniert das? Elf-Gems sind wertvoll, aber es ist eine Verschwendung, sie nicht einzusetzen. Ich besorge dir Gem im Tausch für einen Grad. Je höher der Level der Gem, desto mehr Grad benötigst du. Wenn du die Gem raus. Gehen, komm einfach wieder. Ich will nicht den Gem einsetzen mehr. Was ist ein Grad? Keine Ahnung, was so ein Grad ist, aber wir haben 18 davon. Wir bräuchten sehr viele. Also lassen wir das raus. Wir sollen ja jetzt in die Richtung, wo ich verstanden habe. Dass man hier die Schilder nicht lesen kann. Ich bin der Wächter dieser Terrors. Das ist kostbar. In der Wüste wird Jeff keine Truppen verschwenden. Ja, stimmt. Sollte man nicht verschwenden.
weiß alles über die Ruinen in diesem Gegend. Das ist schön für dich. Willkommen in der Wüstenrose. Und der Kopf und Zutaten. Die Auserwählte. Ich kann es nicht glauben. Deshalb will ich die Wasser anfragen, dass wirklich wahr ist. Sagt sie es noch hier? Ne, sie ist nicht hier. Am Zelt der Wassergraben. Was soll ich euch was sagen? Wir würden gern wissen, wo Colette, wo die Außerwelt sich jetzt befindet. Ich verstehe. Das kostet 100 Gold. Das ist aber teuer. Hast du etwas gesagt? Nein, ich. Natürlich bezahlen wir. Ich kann sie sehen. Die Auserwählte ist in Richtung der Oase unterwegs, die zerstört worden sein soll, als ich wieder aus der Kontrolle geraten ist. Ist das wahr? Der Begleiter der Auserwählten hat es selbst gesagt. Es besteht also kein Zweifel. Na gut. Wenn der Begleiter das selbst gesagt hat. Ne, nicht die Öffentlichkeit. Also die Techniken habe ich noch nicht ganz durchblickt, wenn ich dann, ob ich auf ein Level aufsteigen muss oder ob ich die einfach nur oft genug verwenden muss. Um neu zu lernen. Wahrscheinlich erst Level aufsteigen. Wäre zumindest das Logische gerade. Aber wir sollten für Genius vielleicht noch ein bisschen Ausrüstung holen. Bin ich immer noch nicht sicher, ob sich das wirklich auszahlt. Okay, und hier Mehl. Mach mal die Karte. Allerdings jetzt nur im oberen Bereich. Also, hier oben manchmal haben wir sehr viele Sachen. Ja, dann ist jetzt nur mal. Wüste. Wenn ich habe nicht genügend Geld, dass ich noch ein bisschen Ausrüstung holen kann. Es halt nur nicht, wie schnell dann neues Zeug nachkommt. Oder besseres Zeug. Nehmen wir, lasse ich die Waffen vorerst mal so und holen wir nur. Eine Mütze. Genius. Handschuhe kann er gar nicht abziehen. Ja, spannend. Nicht kochen. Ausrüstung, Kopfbedeckung, Maskenmütze. Wie gesagt, das wird wirklich, das war. Das ist ein möglichst Bild. Weißt du, ich finde, es sieht dir ziemlich ähnlich. Also wirklich. Danke für deine Meinung, Chinas. Hat doch nur Spaß gemacht. Natürlich, nur Spaß gemacht.